willkommen bei einer kleinen Demo über das Maiabacus. Mein Name ist Dominik Adam von Ernst & Partner AG. Viele von euch, die schon ins Abacus sich eingeloggt haben, haben in der Mitte da die Kachel gesehen, Maiabacus. Wenn man die mal startet, gibt es natürlich den Benutzer um ein Passwort oder mit Swiss ID. Gehen wir mal geschwind rein. Das ist jetzt auf unserem Testserver. Das heisst, man kann sich ein bisschen Benutzer definieren, pro Mandant, Logo rein tun, dann noch irgendein Bild rein tun. Ich sehe da gerade automatisch, wenn Nachrichten oder Aufgaben kommen, sieht man es da gerade in den Boxen. Das heisst, man könnte jetzt da geschwind schauen, was ich da alles schon drin habe. Ich habe da gewisse Sachen schon mal getestet, wo wir nachher darauf zurückkommen. Und er springt gerade hier hin, auf der linken Seite, auf Aufgaben und Inbox. Die meisten brauchen es mittlerweile zum Zeiterfassung machen. Das heisst, entweder über das Abacus direkt, die Projektverwaltung, / Zeiterfassung, oder über das Abaclick, wo man es auch bequem eingeben kann. Oder die, die immer am PC sind, die können da kommen und gehen machen. Also, ich mache das kommen. Es ist jetzt gerade 17.24 Uhr und ich gehe um 8 Uhr wieder essen. Ich habe nicht so viel geschafft. Und so hat man ziemlich schnell und bequem seine Zeiten gespeichert, die dann nachher auch direkt ins Abacus übergehen. Dann haben wir da meine Zeiterfassung. Das sind dann einfach so Reports. Da ich jetzt da im Muster bin von mir, sieht man da nicht so viel an Zeiten oder Ferienabsenzen. Einfach alles mitarbeiterbezogen. Und das Gleiche gibt es da mit den Lohndaten. Da haben wir sein Bild drin. Man sieht Kinder, man sieht Bankangaben. Man sieht auch da Mitarbeitergespräche, wo ich später drauf komme. Oder Mitarbeiterziel, Dossiers, wo dann die Lohnabrechnungen drin wären. Eigentlich alles mitarbeiterbezogen. Je nachdem, wer was unterstellt hat, sieht man da die unterstellten Mitarbeiter und von seinem Team. Man sieht jetzt da gerade, aha, gehört zu meinem Team. Ich habe ein kleines Team, ich habe nur einen. Die anderen sind alle anders unterstellt, wie man sieht, vom Vorgesetzten her. Oder man hat das Mitarbeiterverzeichnis, wo man da auch schön mit... Da sieht man jetzt gerade, wer anwesend ist. Ich bin anwesend. Und der Adrian ist auch gerade soeben anwesend. Ist natürlich jetzt auch Samstag. Da ist auch niemand anwesend. Da sieht man es noch ein bisschen schöner, da werden einfach Mitarbeiterbildchen hinterlegt, gewisse Daten an Telefon, man kann das Ganze gerade kurze Nachricht schicken, wenn man das möchte, man kann eine Datei anwählen, wo man will schicken, habe jetzt gerade nichts, wenn man das Logo schicken, kann man dann einen Text, dann etwas hinschreiben, dringend und senden. So hat man eigentlich gerade eine kurze Übersicht über alle Mitarbeiter, je nach Stufe, ob man es darf oder also man nicht darf. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch schauen, was da beim Urs alles drin ist. Wie gesagt, das ist jetzt Demo-Zweck, da hat es jetzt nicht gerade so viele Daten drin. Ich könnte aber jetzt da wirklich alles schauen, In- und Out, die er hat. Abwesen, also Absenzen, hat man jetzt natürlich nichts, die ganzen Rapport, Mitarbeitergespräche und. Dann gibt es noch ein Prozessportal, das heisst, ich habe jetzt das Kind neu, ich habe neue Bankdaten, die dann automatisch an Verantwortliche in der Lohnbuchhaltung weitergesendet werden. Wir haben Absenzübersichten. Da sieht man jetzt genau schönes und Kalender, wer frei hat.
da hat jemand frei, da ich mehrere Mitarbeiter drin habe, kann man auf der anderen Seite schauen, da, Claudia hat da noch frei. Oder einfach halt unter der Woche natürlich, wer anwesend ist. Da sieht man, es ist immer alles gerade live. Wenn wir jetzt mal auf Mitarbeitergespräche gehen, sehen wir da jetzt zum Beispiel zwei Mitarbeitergespräche. Eins ist offen und eins ist in Vorbereitung. Wenn wir da mal in Vorbereitung gehen, schauen, sollte ich jetzt das Mitarbeitergespräch noch machen. Das heisst, die ganzen Beurteilungen. Das ist alles definierbar, was man will, was für ein Text muss stehen, sehr gut, genügend, ob man einen Text muss hinterlegen und. Man kann das im Team vergleichen. Also sehr komplex kann man es haben. Man sieht auch später, wenn jetzt, also jetzt schon letztes Jahr schon mal ein Gespräch war, wer hat man jetzt da den ganzen Verlauf? Haben wir jetzt natürlich nicht, weil wir keins vom letzten Jahr haben. Kann so wirklich also genügend Kriterien hinterlegen und nachher dann dementsprechend auch das Gespräch beginnen mit dem Mitarbeiter und den ganzen Workflow. Ich zeige euch mal geschwind, wie das war bei einem, wo man da schon gemacht hat. Wir sehen hier abgeschlossene. Das ist jetzt im Abacus direkt. Man kann das anschauen. Und dann sieht man nämlich auch, dass es immer zwei Seiten gibt. Das heisst, die eine Seite ist der Mitarbeiter, die andere Seite ist die Beurteilung, die ich als Chef mache. Und dann kann man es eigentlich dann so vergleichen und dann übernehmen, dass es dann am Schluss die finale Beurteilung gibt, die wir hier sehen. Und das wird jetzt auch immer weiter ausgebaut, weil das ist ein sehr neues Tool. Das heisst, spätestens ab Ende September hat es dann da wieder ganz viele Erweiterungen gegeben, um ganze Drucken, Hinterlegen auf den Mitarbeiter. Gehen wir doch nochmal geschwind zurück ins MyAbacus. Also ihr seht, es geht da recht weit. Rein um Mitarbeitersicht und um die ganzen Mitarbeitergespräche. Neu gibt es auch noch Zeugnisse, die ich jetzt hier nicht vorbereiten kann. Das heisst, die ganzen Zeugnisse kann man auch darüber machen. Das ist so ein grober Abriss über das MyAbacus. Es wird sich immer mehr da rein verlagern, weil viele Mitarbeiter Zeit rapportieren, die ganzen Lohndaten, sie gehen ihre ganzen Lohndokumente oder sonstige Regelungen, die man hat, kann man dann auch damit ablegen und im Dossier dann anschauen. Weil der Mitarbeiter da eigentlich auf alles Zugriff hat, habe ich jetzt nichts drin. Das ist so ein kurzer Abriss, es wird immer mehr reingebaut und das wird eigentlich schon die Zukunft sein für die, die nicht so viel im Abacus mehr machen, dass die eigentlich über das MyAbacus gehen. Das war es vom MyAbacus.